Guten Morgen! Heute gibt es ein ganz einfaches Video, eine ganz klare Aussage und auch eine Studie, die ich dazu benutze, die öffentlich ist. Es kam häufiger mal die Kritik, dass ich oft Studien zitiere, die nicht öffentlich einsehbar sind, weil heutzutage kostet alles Geld, leider auch Wissen. Aber diese Studie ist öffentlich, die ist brandaktuell, sie ist jetzt im August rausgekommen. Es ist eine riesengroße Metastudie von der Universität in Washington und die muss einfach geteilt werden. Sie ist noch in keinem YouTube-Video irgendwo auf der Welt geteilt, zumindest in keinen deutschsprachigen Videos, in keinem deutschsprachigen Video. Und von daher, ja, seid ihr die Ersten, die von dieser Studie erfahren und ja, soll euch einfach bestärken darin, weiter auch die pflanzliche Ernährung so ein bisschen als Ziel zu fokussieren. In der Studie, eine riesige Metastudie, wie gesagt, die sehr viele andere Studien ausgewertet hat, die auch alle in der Studie verlinkt sind. Ich habe euch unten den Link hingepackt zu der Studie und auch zu allen weiteren Studien findet ihr dann unten die Links. Und da wird nochmal ganz klar festgestellt, dass jeder Vierte, der stirbt, jeder Vierte, und da zählen die natürlichen Todesursachen ganz normal mit. Also jeder Vierte, der irgendwie stirbt, also auch Autounfälle, Selbstmord, alles was es gibt. Aber jeder Vierte, der stirbt an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Jeder Vierte. Das heißt, das ist das größte Ding. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, daran sterben die Menschen. Und da gibt es ganz drei signifikante Punkte, warum das so ist. Und das sind kausale Zusammenhänge, die auch, wie gesagt, in den Studien auch bestätigt werden, woran es nichts zu rütteln gibt. Ne? Da gibt es auch keine, im Gegensatz zu vielen Menschen, die immer noch zum Beispiel, weil ich gleich auf Cholesterin verweise, die sagen, nee, Cholesterin ist gar nicht so böse. Doch, Cholesterin ist böse und das, da gibt es auch nicht, da gibt es ein paar vereinzelte Studien, die sozusagen ein paar Fragestellungen gestellt haben, die dann Rückschlüsse darauf ziehen soll, dass Cholesterin ungefährlich ist oder die Signifikanzniveaus einfach angehoben haben, um dass das halt noch in die Range passt, wo man die Argumente durchführen kann, oder dass sie innerhalb der Studien so eine geringe Sample Size gewählt haben, dass man überhaupt nicht davon reden kann, dass das repräsentativ ist. Also da gibt es verschiedene Tricks. Wer die Tricks wissen will, den kann ich ein Buch empfehlen, das heißt klinische Studien lesen und verstehen oder so. Ich packe euch den Link auch mal unten hin. Da wird es erklärt, so, was es da für Tricks gibt und wie man auch Studien lesen muss. Und wie gesagt, diese Metastudie ist über jeden Zweifel erhaben, weil sie halt wirklich selber auf die ganzen anderen Studien verlinkt und ja, und damit eine Wahnsinns ja auch Reputation hat, weil die Aussagekräftigkeit von so vielen Studien nochmal zusammengefasst, ja, das ergibt dann halt eher ein reales Bild, als wenn man irgendwie eine Studie an 13 Studenten macht oder so. Genau, also es gibt drei Punkte für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der erste Punkt, und das ist eben der größte Punkt, das sind eben die tierischen Fette. Und das ist halt eben das Cholesterin, was sich dann atherosklerotisch in unserem Körper als Plaque sozusagen ablagert und damit sozusagen die Arterien verdünnt. Und ihr kennt das alles aus verschiedenen. Ich will es heute einfach gestalten. Also, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist immer noch das Rauchen. Rauchen ist total schädlich. Zwar nicht ganz so wie das, oder es kommt auf die entsprechende Krankheit an. Wenn es um die Lunge geht, ist Rauchen zum Beispiel schädlicher. Aber wenn es so zum Herz-Kreislauf-Erkrankung geht, dann ist halt der zweite Punkt, der auch immer genannt wird, eben das Rauchen. So, und der dritte signifikant größte Punkt von denen ist eben mangelnde Bewegung. Auch das ganz normal, wenn wir die ganze Zeit rumsitzen, das ist unser Körper nicht dafür geschaffen. Also von daher die drei Punkte. Also tierisches Fett, mangelnde Bewegung und eben das Rauchen. Die drei Punkte sind dafür verantwortlich. Und ja, bei diesen atherosklerotischen Plaque, wie ich schon gesagt habe, es kommt ja zu diesen Verengungen, könnt ihr euch zwei Dinge ganz einfach merken. Das ist ein ganz einfaches Video. Zwei Dinge. Einmal ist eine entzündliche Reaktion, also ist eine Entzündung passiert, und zum anderen das tierische Fett, das Cholesterin, das ist ein Problem. Das ist das, was sich ablagert in diesem Plaque. Neben Natrium, glaube ich. Genau, die beiden Punkte merken. Zur Entzündung habe ich aber schon ein Video gemacht. Und zu Fetten eigentlich auch. Ne? Also wie man Entzündungen vermeidet und warum Entzündungen eigentlich der Punkt ist, worauf man ganz großen Wert legen sollte, weil Entzündung fast jede Krankheit auslöst. Das heißt,
tut was gegen Entzündungen, ihr tut was für euren Körper. Also Entzündung und Video zu Fett habe ich auch schon gemacht, dass eben fettreiche Kost immer zu Entzündungen führen muss und nicht nur tierisches Fett. Da sind wir jetzt beim Cholesterin, bei den atherosklerotischen Plaque, aber auch überdosiert normal pflanzliches Fett führt auch zu Entzündungsreaktionen. Das führt nicht zur Arteriosklerose, aber es führt zu entzündlichen Reaktionen im gesamten Körper. Eine fettreiche Ernährung. Auch dazu, wie gesagt, Videos. Ich weiß nicht, ob ich euch die alle jetzt da oben verlinken kann, aber ein paar verlinke ich euch. Genau, also was schließt die Studie daraus? Die Studie schließt daraus, dass die gesündeste Ernährungsform eine fettarme, ganz wichtig, fettarme pflanzliche Ernährung ist. Eine fettarme vegane Ernährung. Und es ist auch die einzige Möglichkeit, also diese fettarme vegane Ernährung, wie man arteriosklerotischen Plaque umkehren kann. Das heißt, es ist tatsächlich auch heilbar, wenn die Arterien einmal verstopft sind. Da kann man das mit so einer Ernährungsform auch heilen. Dazu gibt es verschiedene Studien. Ja, da gibt es auch ein Buch Essen gegen Herzinfarkt, was ich mal rezensiert habe, was das auch gut darstellt. Ja, und das muss man sich wirklich mal bewusst werden. Es ist ganz einfach. Für die Todesursache Nummer 1. Fettarm, pflanzlich. Mit den Zusammenhängen, die ich euch genannt habe. Das ist wirklich ganz einfach. Keine fettreichen Speisen, keine proteinreichen Speisen, das ist alles schädlich für unseren Körper und zu viel. Wir brauchen Fette, wir brauchen Proteine, ohne Zweifel. Aber so eine High-Carb-Ernährung, das ist das Wichtigste, dass man viel, viel Kohlenhydrate isst und pflanzlicher Natur. Und damit meine ich nicht zwangsweise Obst und ich meine auch mit Sicherheit nicht zwangsweise, dass man sich überfrisst. Ihr wisst selber, ich kommentiere manchmal unter anderen Videos bei YouTube die High Carber, die immer sagen, ihr könnt essen so viel ihr wollt. Bullshit, das ist absoluter Bullshit. Denn das liegt immer daran, was man für ein Körpergefühl hat. Wenn man eine Essstörung hat und so viel isst, wie man will, ja, dann wird man fett. Ja, und da brauchen wir nicht reden, was die Gesundheit angeht. Das heißt, High Carb bedeutet nicht, dass man so viel essen kann, wie man will. Im Gegenteil, ich plädiere für eine vegane pflanzliche Ernährung mit einem leichten Kaloriendefizit, weil das nach aktuellem Stand der Wissenschaft eben die gesündeste und die lebensverlängerndste Wirkung hat, die man von der Ernährung ableiten kann. Also haltet euch fern von vielen Proteinen und vielen Fett. Dafür gibt es, ja, wie gesagt, was den arteriosklerotischen Plaque angeht, nirgendwo auch eine einzige Studie, die gezeigt hat, dass durch so eine Ernährung das wieder umgedreht werden kann und so Heileffekte hervorgerufen werden kann. Da ist wirklich nur die vegane und fettarme Ernährung. In der Studie des Weiteren, da will ich euch aber jetzt nicht zuquatschen, wird auch noch gezeigt, dass der Blutdruck sich natürlich senkt, dass das Diabetesrisiko signifikant nach unten geht und noch vieles andere. Ne? Also vegan hat nicht nur einen positiven Effekt, sondern sehr, sehr viele. Und damit kann man dann ganz schön die Gesundheit boosten und das Maximum rausholen. Wenn man todsterbenskrank ist und genetische Prädisposition richtig für den Arsch ist und man belastet ist mit ganz vielen Dingen, da hilft eine vegane Ernährung auch nicht. Dann hat man dann einfach zu sterben. Aber man kann einfach das Optimum rausholen und das ist das Entscheidende. Okay. In der Studie noch angemerkt, wird oft von vegetarischen Studien geredet, weil nicht bei allen Studien auch immer die vegane Kontrollgruppe existiert hat, bei einigen schon. Und am Ende hat man es dann zusammengefasst, denn überall wo eine vegane Kontrollgruppe existiert hat, war bei der veganen Gruppe waren die Ergebnisse immer noch besser als bei der vegetarischen. Und so hat die Studie dann auch letztlich ist zu dem Ergebnis gekommen, dass eine vegane Ernährung eben immer die bessere Alternative ist im Gegensatz zu einer vegetarischen. Auch dadurch, dass es dieses Stufenmodell gibt, das heißt Fleisch, vegetarisch, vegan und dass die Entwicklung, diese ganzen Parameter, die die Gesundheit entweder positiv beeinflussen oder negativ, dass diese halt immer einen schönen Verlauf hatten, kann man auch ganz klar sagen, umso pflanzlicher, umso gesünder. Ne? Wichtig dabei ist, dass man das natürlich vollwertig tut. Ne? Ganz, ganz wichtig, dass man auch darauf achtet, dass man eben alle Nährstoffe zu sich nimmt. Gut, da bin ich zu Ende. Ich hoffe, das war ein einfaches, klares Video, was man auch Freunden teilen kann, wo man einfach
die Studie sich öffentlich anschauen kann. Man kann bei Google auch auf Deutsch übersetzen gehen, weil die ist natürlich in Englisch. Das ist ganz einfach, einfache Prozesse mit Quellenangaben. Gibt eigentlich überhaupt keinen Zweifel mehr, dass eine vegane pflanzliche Ernährung, also eine pflanzliche Ernährung, eine fettarme pflanzliche Ernährung, ja, einfach die gesündere Form ist der Ernährung im Gegensatz zu einer Ernährung, die noch Milchprodukte oder sogar Fleisch eben noch enthält. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.